Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Handelswoche 10. Juli bis Freitag, den 14. Juli. Mein Name ist Carlos Martins und wir gehen jetzt die Trades durch, die wir am Tag im Traders Club 24 bezüglich unserer Ausbruchstrategie getradet haben. Ihr seht ja auf YouTube immer nur den Eröffnungstrades und danach erwähne ich ja auch immer, dass wir hier im Traders Club weiter traden. Es ist aber auch da nur ein Teil. Wir handeln auch bei uns andere Strategien, Tagesstrategien, 4-Stunden-Strategien und 5 Minuten kurzfristige Bewegungen auch mit dem Master-Template. Die zeige ich in diesem Wochenrückblick nicht, sondern es geht hierbei nur um die Ausbruchstrades, die wir oder das Box-Trading mit nach der Swissbox-Methodik. Wir fangen an, wie immer, mit dem DAX und starten am Montag, den 10. Juli. Ihr seht hier die grünen Bälle, das sind immer dann die gekennzeichnet, wo wir in den Gewinn gelaufen sind. Wir sehen den Eröffnungstrade, den ihr wahrscheinlich auf YouTube schon gesehen habt, wenn ihr den 10. Juli euch anschaut, das Video. Das ist der erste Trade gewesen, Trade Nummer 1. Immer mit einem Gewinnziel, um das nochmal zur Wiederholung, mit 0,1% Minimum. Mehr auf jeden Fall, aber nicht weniger, 0,1%. Das heißt, jeder Trade, der in den Gewinn läuft, hat einen Gewinn von 0,1 auf die Kontogröße, die man tradet. Ja, das ist mit Risiko und Money Management sind die Positionsgrößen dementsprechend auch so berechnet. Das macht die Software, diesmal der Swissbox selber. Trade Nummer 1, in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir die Gegenbewegung versucht zu traden, auch diese mit Gewinn. Trade Nummer 2 in den Gewinn gelaufen. Trade Nummer 3, seht ihr, gleich danach nochmal die Box getradet. Und dadurch, dass die Box so großartig war, Spaß beiseite, haben wir die Box auch nochmal das vierte Mal hier getradet und haben heute an den Vormittag im DAX 0,4% auf unser Depot gut geschrieben. Dann haben wir am Nachmittag die amerikanische Session gehandelt und auch hier Trade direkt in den Gewinn gelaufen. Summa summarum war es für den DAX am Montag 0,5%, also ein halbes Prozent plus auf dem Depot. Kommen wir zum Euro-Dollar und Euro-Yen. Das sind die anderen beiden Instrumente, die wir im Live-Trading-Raum mit der Box traden. Hier ging es richtig zur Sache schon am Montag im Euro-Dollar, nämlich Trade Nummer 1, 2, 3 und 4. Dann haben wir gehedged und haben dann auch gleichzeitig den Hedge wieder aufgelöst. Ja, das heißt, Hedge bedeutet, wenn der vierte Trade nicht in Ausbruch stattfindet, dann decken wir uns erstmal ein, neutralisieren und versuchen am selben Tag den Trade entweder zu lösen. Und das haben wir hier getan. Und wir sehen, wir haben den Trade hier, wo der grüne Ball ist, in den Gewinn mitgenommen und haben sogar mehr verdient als 0,1. Der Euro-Yen wird dort mit Trade Nummer 1 in den Gewinn gebracht. In Summa summarum haben wir 0,7% allein am Montag verdient und wir gehen jetzt in den Dienstag rein. So, ihr seht am Dienstag auch schon wieder drei grüne Bälle. Das bedeutet, der Trade Nummer 1 in den Gewinn gelaufen. Sehr schöner Ausbruch gewesen. 8:55 Uhr platzieren wir die Order. Dann haben wir versucht, die Gegenorder zu platzieren. Hier bin ich zu spät reingekommen. Ja, und deswegen hat er oben ein bisschen gewackelt. Dann haben wir bei dem zweiten Trade, ist aber auch mit Gewinn geschlossen worden. Und der dritte Trade am Vormittag auch mit einem Gewinn. Das heißt, summa summarum am Dienstagvormittag 0,3%. Und der Nachmittagstrade, dort haben wir zwei Boxen gemacht. Einmal hier in Gewinn und einmal dort in Gewinn. Das heißt, wir haben am Dienstag auch ein halbes Prozent im DAX verdient und wechseln jetzt in den Euro-Dollar. Wir im Euro-Dollar Trade Nummer 1 in den Gewinn gelaufen und gehen dann in den Euro-Yen. Euro-Yen war es am Dienstag der Trade Nummer 3, 1, 2, 3 und ist in den Gewinn gelaufen. Auch hier haben wir ein bisschen mehr verdient. Und nochmal für die Gäste, es spielt keine Rolle, ob Trade Nummer 1 in den Gewinn läuft, Trade Nummer 2, Trade Nummer 3 oder Trade Nummer 4. Ja, ab Trade Nummer 4 wird es für uns auch brenzlig und dann wollen wir das Risiko auch nicht weiterfahren, dann stoppen wir alles erstmal und dann heißt es hedgen. Also am Dienstag, den 11. Juli, auch 0,7% auf verdient. Nur mit unserem Box Trading gehen wir in den Mittwoch ein. Am Mittwoch der Eröffnungstrade direkt in den Gewinn gelaufen, relativ zügig. Und dann sind wir auch hier einen Ticken zu spät reingekommen. Und ihr seht hier, der DAX Trade Nummer 1, 2, 3, 4. Dann wird gehedged und dann haben wir den Hedge aufgelöst. Und ihr seht hier diese Riesenkerze und haben dort oben den Trade in den TP gebracht und mehr als 0,1, das kann ich jetzt schon sagen, da haben wir wirklich einen großen Gewinn gemacht.
Deswegen haben wir auch hier den DAX auch gelassen und haben hier nichts Neues mehr gemacht am Nachmittag. Wir hätten da noch eine Box machen können, aber wir haben da genug geschwitzt an dem Tag. Also kommen wir in den Euro-Dollar. Dollar sehen wir, Box direkt Trade Nummer 1 in den Gewinn, also ein Klassiker, und der Euro-Yen 12. auch hier die Box verkleinert und auch hier in den Gewinn gelaufen. So, wir haben am 12.07. mit den Hedge-Auflösen, ja, haben wir einen Gewinn erzielt von sage und schreibe 2,5% an einem Tag durch diesen Hedge. Und dadurch, dass wir hier einen sehr großen Gewinn eingefahren haben und wir dann eben halt den Trade versuchen, ein bisschen weiter laufen zu lassen. Gehen wir in den 13. rein. So, der 13. Eröffnungstrade ist Nummer 1, ist in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir die zweite Box getradet, 1, 2. Wir sehen auch gleich die gleiche Box nochmal, ein paar Minuten später auch in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir nochmal die Box getradet, Trade Nummer 3 auch im DAX in den Gewinn gelaufen. Und am Nachmittags Trade Nummer 4. Das ist eigentlich so auch der Klassiker. Ja, drei Trades morgens oder zwei und einen am Nachmittag. 0,4% am 13. Gehen wir in den Euro-Dollar rein. Euro-Dollar haben wir Trade Nummer 1 und Trade Nummer 2 in den Gewinn gelaufen, also auch Plus. Und Euro-Yen am 13. Ich scroll das mal rüber. Auch hier Trade Nummer 1 und 2 in den Gewinn gelaufen. Ergibt ein Ergebnis auch hier am 13. von 0,6%. 0,6% haben wir am 13. also dann auch hier verdient. Kommen wir und gehen wir in den Freitag rein. Freitag haben wir ein Eröffnungstrade gemacht. Diese zweite Trade hier ist ein Master Template Trade, der zählt aber jetzt hier für den Wochenrückblick nicht. Weil, warum? Also am Freitag haben wir die Trading-Werkstatt gehabt, einmal im Monat, normalerweise im ersten Monat, erste Freitag im Monat, aber dadurch, dass in Hamburg G20-Treffen waren, haben wir den Freitag nicht gemacht und das haben wir heute nachgeholt. Deswegen nur ein Trade hier morgens im DAX und ein Trade am Nachmittag. Auch hier die Position in den Gewinn gelaufen, 0,2%. Und wir schauen kurz die Devisen an. Trade hier in den Gewinn gelaufen, im Euro-Dollar und in Euro-Yen am 14. sehen wir auch hier sauber in den Gewinn gelaufen. Also haben wir für den Freitag noch 0,4% verdient. So, und damit haben wir ein Wochenergebnis von 4,9% nur für Swiss Box Trading, also nur fürs Box Trading, die wir live im Traders Club Trading Raum getradet haben. Und somit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und nächste Woche noch bis Donnerstag Live-Trading. Danach fahren wir oder danach fahre ich in Urlaub und bin dann erst wieder ab dem 14. August mit dem Trading dabei. Wer Lust hat, noch nächste Woche dabei zu sein, kann sich bei uns auf der Homepage Traders Club 24 einen Live-Trading-Zugang bestellen, gratis natürlich, kann sich eine Demo runterladen bzw. beantragen und dann helfen wir euch, eine Demo zu installieren, um dann vielleicht live mit einer Demo mal mitzutreten. Ansonsten euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund und bis Montag.